Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich zeige euch heute einen weiteren Box-Break hier bei mir. Und zwar habe ich bei der Cardboard Europe bestellt. Und zwar Trading Cards, Basketball. Ich glaube, es sind 10 Packs oder 8 Packs. Werde ich das Paket mal öffnen. Oh, jetzt ist die Kamera umgekippt. Ja. Das tut mir leid. Ich muss das mal woanders öffnen. Ja, ich hole die Sachen mal raus. Es ist alles sehr gut verpackt. Natürlich auch mit Rechnung. Aber die kommt direkt in den Müll und die Werbung auch. Das Paket stelle ich mal schnell weg. Denn es ist noch weiter eingepackt. Einen Moment, ich glaube, ich kriege was zu essen. Hallo, erste Karte bin ich. Vielen Dank. Danke, tschüss, schönen Tag noch. Ja, mein Essen ist da. Ja. Ich bestelle ja immer bei Essen auf Rädern. So, dann wollen wir mal schauen, was sich jetzt in dem Pack befindet. Ich mache das Ganze mal auf. Und zwar haben wir hier 10 Packs. Diese werde ich jetzt mal breaken. Das kommt natürlich auch in den Müll. Alles sehr gut verpackt. Kann man nicht anders sagen. Da haben wir zum einen hier das erste Pack, ein Prism Pack, Fast Break. Schauen wir uns mal die Karten an. Die Karten sind sehr kalt, kommen direkt aus Amerika. Malcolm Brogdon, Dylan Brooks, Tristan Vucevic in der Rookie-Karte, Dwayne Wade, Seth Lundy und Tränen und Wenden, Prism Tim Hardaway Jr., Desmond Bane in der Fast Break Prism, Andrew Nembhard und Derrick Rose. Kommen wir jetzt zu Revolution Packs Hobby. Davon habe ich zwei. Alles 2023, 2024. Liftoff. Oh, LeBron James. Ja, sehr schön. Schöner Die Cut. Jalen Williams im Groove. Rui Hachimura, Base, LaMelo Ball und Anthony Edwards. Kommen wir zum zweiten Revolution Pack. Ja, das Ganze ist Hobby 2023, 2024. Auf der Suche nach Autogrammen und Jerseys. Tyler Hendricks in der Rookie Card. Vasili Micic im Groove, Rookie. Kenne ich nicht, sagt mir nichts. Damian Lillard, vielleicht ist das ein guter Spieler, vielleicht auch nicht. Terry Rozier 3, der dritte. Und Trae Young. Kommen wir jetzt zu Hoops 2023, 2024. Das Pack fühlt sich dick an. Hier könnte eine Jersey-Karte drin sein. Hier ist es Ossa Thompson, Jabari Walker, Dylan Brooks, Drehen und Wenden, Kevin Huerter, Jaden Ivey, Ousmane Dieng, Keldon Johnson, Scoot Henderson in der Rookie Card und Asar Thompson im Ignition Rookie Insert. Bis jetzt nur Müll, kein Victor Wembanyama dabei. Schade eigentlich, oder ich hätte mal wenigstens auf ein Autogramm. Die habe ich gar nicht bestellt. Doch, das ist das Bonus Pack. Luka Doncic in der Base, Emmanuel Quickly, Ben Simmons, Danny Green, Luka Doncic immer nice, Kyle Lowry,
Für die Timberwolves im Tribut Kevin Garnett, Jordan Hawkins und Sheesh Brandon Pruszynski. Ja, das sind schon ein paar schöne Karten oder auch eher Base-Karten. Die einzige gute Karte ist bis jetzt die LeBron James. Öffnen wir mal das Bonus-Pack. Das ist 2021-2022 Panini Prism Draft Picks. Hier ist jetzt bestimmt ein Autogramm drin. Da haben wir Draymond Green, jetzt sind die Orange Flash, Jared Butler, John Stockton, Trey Mann in der Rookie Card und Trey Young im Orange Flash. Bis jetzt weiterhin nichts Besonderes. Jetzt habe ich hier Prism 2020-2021 Hobby. Nee, Retail ist das. Retail. Da kann man auch nicht viel erwarten. Er wird sehen, vielleicht wird was Schönes drin sein. Kevin Huerter, Enes Kanter, Jordan Clarkson im Silver Prism und JJ Barea. Kommen wir zum zweiten Pack. Prism Retail. Bis jetzt viel gebreakt hier. Thaddeus Young ist eigentlich noch wenig. Vernon Carey Jr. in der Rookie Card, Colin Sexton im Silver Prism und Landry Shamet. Kommen wir zum Mosaic Fast Break. Das müsste sein 2023-2024 oder 2022-2023. Man kann es an den Rookie-Karten erkennen. Hier haben wir Base, Stephen Curry, Base. Das ist 2022-2023. Jabari Smith Jr. im Rookie und Norman Powell im Red Prism Mosaic. Kommen wir zum letzten Pack. Das Ganze geht schwer zu rippen, weil die Karten sehr kalt sind, kommen direkt aus den USA. Kyle Kuzma, Bogdan Bogdanovic, Caden Johnson, Walker Kessler in der Rookie-Card und Anthony Edwards im Red Prism. Ja, nichts Besonderes dabei. Die beste Karte war die Lift of LeBron James. Das Ganze war sehr teuer, aber es hat sich gelohnt. Ich bin damit raus, sage danke, bis zum nächsten Mal. Bitte weiter kommentieren, abonnieren, lasst mir doch einen Like da. Peace. Ciao.